Wir waren gerade aus einem Kurzurlaub zurückgekommen und am nächsten Morgen, kurz nach 7, klingelte das Telefon und dann hieß es, es ist ein Organ für Sie da, lassen Sie sich Zeit, duschen Sie vielleicht vorher nochmal, Sie wissen nicht, wann Sie das nächste Mal dazu kommen und dann fahren Sie in aller Ruhe hierher. Mich eine ganze Zeit lang sehr schlapp gefühlt, bin müde gewesen, nicht mehr leistungsfähig und bin dann entsprechend auch in eine ärztliche Behandlung gekommen. Und da konnte zum Glück relativ schnell diagnostiziert werden, dass ich eine Autoimmunerkrankung der Leber hatte. Und die einzige Möglichkeit war, eine Organspende zu bekommen, damit ich das irgendwie überlebe. Da wird einem der Boden unter den Füßen weggezogen. Es hat bei mir dann 12 Jahre gedauert, bis ich ein neues Organ bekommen habe. Es gibt vielleicht zu wenige Menschen, die sich aktiv mit dieser Thematik auseinandersetzen. Das kann ich auch vollkommen verstehen. Wenn Sie aber in so einer Situation sind wie ich, dann wird das Thema Tod auf einmal ganz real. Nicht jeder muss Organspender sein. Das kann man frei entscheiden. Aber man sollte sich mit diesem Thema einmal auseinandergesetzt haben. Meine Frau hat mich geheiratet, obwohl sie wusste, dass ich krank bin. Also wir haben geheiratet, nachdem ich die Diagnose bekommen habe. Und gerade diese Stärkung oder diese moralische Unterstützung, diese Liebe, die einfach einem gegeben wird und zu sagen, komm, wir stehen das gemeinsam durch, das hilft einem über diese Zeit hinweg. Es gibt das Gleichnis in der Bibel, wo jemand zurückblickt und sagt, ich sehe noch Fußspuren neben mir. Ja, so ein Gefühl hat man da auch. Ja, es geht immer jemand einen neben einem her. Das trägt, das hilft. Sonst würde man das nicht durchstehen, dann würde man verrückt werden. Es hat bei mir dann 12 Jahre gedauert, bis ich ein neues Organ bekommen habe. Und dann haben wir uns auf den Weg nach Essen in das Transplantationszentrum gemacht. In der OP-Schleuse kam dann der Chirurg zu mir und sagte, Herr Schick, wir haben das Organ uns angeschaut und das ist nicht für eine Transplantation geeignet. Wir waren auf dem Weg nach Hause wieder von Essen hierher, waren kurz hinter Hamm, als wieder ein Anruf des Transplantationszentrums kam und sagte, Herr Schick, wir haben ein neues Organ für Sie. Das heißt, auf dem Weg nach Hause sind wir quasi wieder umgedreht und dann sind wir ins Transplantationszentrum gekommen und gleiche Prozedur nochmal wie vorher. Und dann bin ich aufgewacht, so langsam auf der Intensivstation und hörte dann Musik und das war Schlagermusik. Und da habe ich gedacht, du bist in der Hölle. Du hast es nicht geschafft, irgendwas ist jetzt hier total schief gelaufen. Und dann ist aber endlich das Gefühl, Mensch, ich habe es geschafft, das war schon eine große Erleichterung. Es ist ein zweites Leben für mich. Ich feiere zweimal Geburtstag. Also ich werde nächsten Monat im Oktober 52 Jahre und feiere 7 Tage nach meinem eigentlichen Geburtstag meinen zweiten Geburtstag. Und dann werde ich 9 Jahre. 9 Jahre ist die Organspende jetzt mittlerweile her. Das können Sie nicht erkaufen, dieses Gefühl. Das ist, da können Sie auf der Arbeit so viel Geld verdienen, wie Sie wollen. Also dieses Gefühl werden Sie nie durch irgendwas kompensieren können, was Sie an materiellen Dingen oder an materiellem Besitz halt haben. Und das ist halt nur möglich dadurch, dass jemand großzügigerweise aus Nächstenliebe Organspender geworden ist.